In meinem nächsten Leben werde ich auf jeden Fall Fußballer. Warum Fußballer? Ich finde es total geil, wenn man mit einem Schuss, mit einem Tor ganze Massen glücklich machen kann. Ich bin ganz großer Fußballfan. Mein Sohn, seitdem der Fußball spielt, stehe ich also auch dreimal die Woche am Fußballrand. Und ich finde es einfach göttlich. Ich habe auch letztens, habe mich gar nicht so schlecht angestellt, als letztens beim Turnier gegen die Männer, als ich da 7 Kopfbälle verwandelt habe. Ich habe zwar nicht wie Baritelli blau getäbten Rücken, aber ich habe mir das wirklich redlich verdient mit rosa getäbten Nacken aufgrund der Kopfbälle. Trotzdem war ich ziemlich torgefährlich, zumal ich auch mal Leistungssport gemacht habe, nämlich Leichtathletik. Was mir da aber nicht vergönnt war, war nach einem 100-Meter-Sprint mein T-Shirt zu nehmen und in die Massen zu schmeißen. Und das ist das, weshalb ich gerne Fußballer werden möchte. Nicht Fußballerin, sondern Fußballer. Nämlich die letzte Attitüde noch der Männer, die es gibt, sein T-Shirt zu nehmen und in die Massen zu schmeißen. Also das finde ich super cool. Deshalb denke ich, möchte ich im nächsten Leben als Fußballer wiedergeboren werden. Beziehungsweise mir das erarbeiten, mir das erkämpfen. Das finde ich geil, zu schwitzen und für seine Leistung dann auf großer Bühne gefeiert zu werden. Ich habe mich natürlich auch gefragt, woher das kommt, dass ich oder warum ich nicht Fußballerin werden möchte, bleiben möchte. Aber das liegt wahrscheinlich darin, dass ich zu Hause wie ein Junge erzogen wurde. Mein Bruder und ich, wir hatten immer den gleichen Haarschnitt. Das heißt, man dachte immer von mir bis zum Alter von 14 Jahren, ich sei ein Junge. Für meinen Vater war das höchst praktisch, da er uns als Jägernachfolgschaft ausbilden wollte. Das heißt, ich war schon ganz, ganz früh, war ich mit auf der Jagd, habe Tiere erlegt, habe ihm Schweine zugetrieben, wusste, wie ein Hochsitz zu bauen war, konnte Tontauben schießen, bin auch heute auf dem Jägerschein. Und kann auch heute, also da können Sie sich ganz sicher sein, im Wald einfach so überleben. Ich kriege ein Feuer angemacht, ich kriege Tiere erlegt und ich kann auf steinharten Boden schlafen, ohne dass ich mich ängstige. In diesem Leben bin ich ja Schauspielerin und ich liebe es, Schauspielerin zu sein. Und ich habe schon viele Bereiche durchdringen können, die sonst nur den Männern vorenthalten waren. Ich habe letztens eine Brokerin gespielt, die einen Mann auf der Kühe zusammenschlägt. Die Leute haben Beifall geklatscht. Ich habe Zigarre geraucht in einer Zigarlounge, also auch so eine männliche Attitüde, aber derer habe ich mich jetzt schon mal bedient. Ich spiele immer mehr Leute Richtung Vorstand. Ich habe jetzt eine Vorstandsvorsitzende gespielt, demnächst werde ich eine Richterin spielen. Das stand dann erst im Drehbuch Richter Hermann, Richter Hermann, Richter Hermann. Und ich habe mich dann gewundert. Ich dachte, die haben mich doch eingekauft, wo bin ich denn zu finden? Und da wurde dann gesagt von der Produktion, also das kann dann auch eine sehr taffe Frau machen. Das macht mir unglaublich viel Spaß und ich würde gerne mit dieser Rollenarbeit weiter vorangehen. Also wenn Sie einen Fußballtrainer suchen für eine ganz starke Mannschaft, ich bin dabei. Ich bin nämlich selber Leistungssportlerin, das heißt, ich kann unglaublich schnell laufen, ich kann mit Schießgewehren umgehen und ich kann unter Umständen auch mal so schreien und brüllen, dass die Mannschaft dann nämlich zur Sache kommt und Tore schießt. Ich habe auch schon die richtigen Fußballschuhe an, das sind nämlich diese. Ja, ein bernsteinfarbener Hacken, eine wirklich gute Spitze, mit der ich Innenfuß bedienen kann. Und ich denke, die würde ich mir trotzdem auch im Leben eines Fußballers immer noch im Schuhschrank mit aufbewahren. Sport frei.